Ich durfte heute in zwei Tropfsteinhöhlen sein und hatte das Gefühl, in zwei vollkommen unterschiedliche Welten einzutauchen. Einmal waren wir mittendrin in Herr der Ringe und zwar war die Tropfsteinhöhle riesig und man hatte das Gefühl, Gollum würde gleich aus der nächsten Ecke springen. Und die andere war klein und man hatte das Gefühl, von oben und von unten überall waren Stalaktiten und Stalagmiten, sahen aus wie kleine Eiskristalle und man war versetzt mitten in die Eiszeit. Und das Sahnehäubchen obendrauf war mittendrin im Nirgendwo ein heißer Swimmingpool, in dem man schwimmen konnte und entspannen und einfach die Natur genießt und die Atmosphäre.